Manchmal hat man einfach ein bisschen Glück im Leben und manchmal passen halt einfach ein paar Zufälle und so war es tatsächlich mit dieser Maschine. Erst vor einem Video oder vor kurzem habe ich euch meine ganz, ganz alte Bandsägenblatt-Fallmaschine gezeigt und da haben wir einfach mal zusammen ausprobiert, haben ein bisschen was gefräst und gedreht, dass wir halt eben die Maschine benutzen können. Nur leider war einfach die Feile nicht geeignet gewesen, um das Sägeband schärfen zu können, weil das Ganze halt eben gehärtet ist. Und tatsächlich hat mein Vater einen Tag später, zufällig tatsächlich, es ist alles ein reiner Zufall, Sägeblätter abgegeben und da hat der Herr gesagt, dass diese Bandsägeblatt-Schärfmaschine weg soll und deswegen habe ich sie gekauft. Weil mit der Maschine hier kann man ganz, ganz große und auch ganz, ganz kleine Bänder schleifen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch heute zeigen. Also wird das heute kein Test, wo wir halt eben zusammen ausprobieren, ob es funktioniert. Weil mit der Maschine hier wird es auf jeden Fall auch funktionieren. Kleiner Fun Fact, als ich sie eben abgeholt habe, hat der ehemalige Besitzer tatsächlich noch einen Kundenauftrag dran geschliffen und das war ganz, ganz abgefahren, wie schnell er diese Maschine eingestellt hat. Ich habe es eben einmal ausprobiert und ich habe ganz schön lange gebraucht. Der hat das innerhalb von 10 Sekunden eingestellt. Das Band war danach direkt scharf, es hat nicht lange gedauert. Und ja, jetzt probieren wir es einfach mal zusammen aus bei einem großen Sägewerks-Bandsägenband. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich gebe mal Bandsägeband, tolle. Wobei, wisst ihr was? Bevor wir direkt schleifen, zeige ich euch die Maschine und welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt, denn wahrscheinlich muss ich mich später kurz konzentrieren. Also zeige ich euch jetzt direkt, was die Maschine so kann. Also, das hier ist dieses schöne, kleine, putzige Teil. Ist gar nicht mal so groß, relativ schwer, relativ massiv gebaut, dafür kann man sie aber noch gut bewegen. Also das hier ist wirklich eine tolle, kompakte Maschine. Die ist von 1963, die Kabel, also das ganze Kabelzeug ist einmal frisch gemacht worden. Da ist auch jetzt ein frischer Hauptschalter dran, denn mir persönlich war das ein bisschen zu heiß, als ich mir mal ein bisschen die Elektronik innen drin angeschaut habe, dass sowas zum Beispiel immer Strom hat. Also ist hinten jetzt ein Hauptschalter, dass einmal die Maschine bis zu diesem Hauptschalter totgelegt werden kann, sodass hier niemals, niemals irgendwas Schlimmes passieren kann. Wenn man mal vergisst, irgendwie die Lampe zum Beispiel auszumachen oder. Wir haben hier ganze 1, 2, 3, 4, 5 Stellräder. Mit denen können wir halt eben alles ganz genau einstellen, dass der Hub passt, dass der Abstand passt, dass die Distanzierung hier von unserem Geber, unserem Schieber, dass das halt eben entsprechend ausgerichtet ist. Dann können wir einmal die Tiefe einstellen, wie viel Material wir wegschleifen wollen, wie tief wir auf dem Zahngrund schleifen wollen und dann einmal den Hub. Das müsste der hier, glaube ich, sein. Ich öffne einmal das Ganze und werde euch die Mechanik hier innen drin auch kurz zeigen. Wir haben hier diesen schnuckeligen Ein- und Ausschalter. Ihr hört, die Maschine ist sehr, sehr leise. Und jetzt sehen wir auch direkt, was hier oben alles passiert. Hier ist quasi, das hier müsste der Antrieb sein. Das hier gibt unseren Hub vor. Das können wir dann hier mit einer Stellschraube einstellen. Das ist der Antrieb für das Schleifrad und dann halt jede Menge weitere Einstellungsmöglichkeiten. Das hier ist noch ganz cool. Da ist die Lampe direkt an einer Steckdose befestigt. Das hier ist, wie gesagt, alles original. Und was ein feines Detail ist, ist, dass die Maschine auch einfach mal abgeschmiert wurde. Das ist eine von meinen ersten Maschinen, wo die auch einfach abgeschmiert, tatsächlich auch, wo ich die abgeschmiert abgeholt habe. Ein sehr, sehr gutes Zeichen. Heißt, dass er halt eben regelmäßig benutzt wurde und auch regelmäßig gewartet wurde. Was bei sowas natürlich extrem wichtig ist. Hier sehen wir jetzt direkt, dass einiges abgeht. Ich mache mal hier gerade eine Einstellung. Und zwar stelle ich jetzt einfach mal einen größeren Hub ein. Oh ne, das war was anderes. Da seht ihr jetzt, dass ich quasi näher die Schleifscheibe ranbringen kann, dass wir mehr Material abholen wollen. Jetzt ist ein Stückchen weiter zurück. Das können wir hiermit einstellen. Hiermit können wir, wie gesagt, das Ganze distanzieren, dass das Band richtig distanziert ist für die Schleifscheibe. Hier können wir einstellen, wie groß der Zahnabstand ist. Das heißt, ihr seht jetzt hier diesen Hub. Ich werde den jetzt mal ganz runterdrehen. Und ihr seht, dass der Schieber immer weniger schiebt. Jetzt werde ich es mal größer drehen. Und jetzt seht ihr schon direkt, dass hier mehr Bewegung ist, wenn man eine größere Zahnteilung hat. Das kann man hier ganz deutlich erkennen. Der drückt jetzt quasi weiter das ganze Band immer vor, wenn man es halt eben braucht. Das hier ist ein feines Detail, das hier brauchen wir, damit wir das Band oben reinlegen können und das quasi einmal rundherum gedreht wird, damit wir entspannt arbeiten können. Das hier ist der Niederhalter, da haben wir hier dieses Plättchen, das können wir fest andrücken. Das hier können wir erstmal vordistanzieren, machen wir dann gleich. Hierauf wird das Ganze festgespannt, hiermit können wir einstellen, welche Neigung das Band hat, beziehungsweise der Zahn am Band. Und alles weitere schauen wir jetzt einfach mal, wenn wir ein Band drauf packen.
natürlich scheiße. Ne? Nicht wundern, meine Werkstatt ist ziemlich unaufgeräumt, weil ich so ein Regal nicht mehr habe und das muss ich erst noch mal neu einsortieren. Passt so eigentlich schon ganz gut, ne? Geile Sache. Ihr seht, das Band hängt schon drin, weil das hier natürlich viel, viel größer ist als das, was ich eben geschliffen habe, werde ich das jetzt erstmal einstellen, dass wir hier mehr Freiraum haben. Und ihr seht schon, da können die Bänder richtig, richtig groß sein, die wir drauf schleifen können, weil das Ganze hier geht noch weiter nach oben. Wir haben hier zwei Bolzen und hier zwei Bolzen. Dazwischen muss man das Band einfädeln. So in etwa. Dann können wir das Ganze hier ranbringen. Und können das hier unten wieder arretieren. So, ihr seht, ich bringe die Schleifscheibe jetzt ein bisschen nach hinten, dass wir jetzt nicht beim Starten gleich alles einmal verschleifen. Als nächstes kommt der Niederhalter hier runter und jetzt drücken wir quasi das Band hier richtig drauf. Ich schalte die Maschine mal ein und ihr seht, dass der Hub schon gar nicht ausreicht, um das Band nach vorne zu drücken. Also passen wir das erstmal an. Ein größeres Band, also mehr Vorschub. Und da haben wir jetzt den Vorschub. Den haben wir jetzt eingestellt und das ist eine gute Sache, denn so sehe ich halt eben jetzt, dass das Ganze groß genug ist. Hier gebe ich ein bisschen mehr Spannung drauf. So, ein bisschen mehr Vorschub. Eine Sache sehen wir jetzt, die Zahnteilung ist jetzt natürlich noch nicht korrekt. Wir sehen, dass wir ein bisschen mehr Abstand dazwischen halt eben brauchen. Das bedeutet, die Zahnteilung stelle ich jetzt noch ein bisschen größer ein. Ich stelle jetzt das Ganze ein bisschen stärker bei, also der Schleifspan stelle ich jetzt quasi stärker bei, damit wir erstmal näher mit unserer Schleifscheibe kommen. So, jetzt seht ihr schon, dass wir näher mit der Schleifscheibe kommen. Und jetzt sind wir natürlich noch nicht richtig eingestellt von der Distanzierung. Das bedeutet, ich drücke alles jetzt ein bisschen nach links, dass wir quasi gleich mit unserer Schleifscheibe auch entsprechend in das Material eintauchen. So, jetzt muss ich euch mal dahinstellen, dass ich auch sehe, was ich mache. Ein bisschen weniger Vorschub, damit wir gleich auch entsprechend an den Zahn rankommen. So, die Zahnhöhe müssen wir ein bisschen höher stellen, weil die Zahnhöhe einfach ein bisschen höher ist. Dann sehen wir, dass unsere Schleifscheibe gleich höher rausspringt. Das seht ihr jetzt direkt beim Hub nach vorne, geht die Schleifscheibe beim Rüberrücken weiter nach hinten. So, jetzt wollen wir gleich natürlich auch einstellen, dass die Oberseite des Zahns geschliffen wird. Das heißt, der Zahn ist länger. Das stellen wir dann hier bei. Jetzt stellen wir nämlich ein, dass der Hub nach hinten ein bisschen später passiert. So, ein bisschen stärker einstellen. Eieiei, ich habe jetzt 20 Minuten an der Maschine gestanden und die Zeit ist wirklich rumgegangen wie im Fluge. Und wenn ich jetzt so an das Band greife, das ist schon brutal, brutal scharf. Ich habe jetzt die Einstellung, wie ihr es wahrscheinlich auch gemerkt habt, noch nicht so wirklich raus. Gerade so der Zahnrücken, den habe ich jetzt noch nicht so richtig geschliffen. Und zwar nicht in einem Gang, was ja eigentlich Ziel der Sache ist. Aber ich sag mal, selbst so ist das Band jetzt schon wieder brutal, brutal scharf. Also wenn man allein hier mal mit dem Fingernagel drüber geht, das ist schon richtig abgefahren. Und das ist auch wieder so eine Maschine, da ziehe ich jedes Mal den Hut vor, wenn jemand das Ding so schnell einstellen kann, dass man da innerhalb von 5 Minuten so ein Band perfekt geschliffen hat, weil das ist nicht ohne, das ist echt nicht leicht und boah ja, aber das hier ist trotzdem schon mal eine gute Stange besser, wie als bei dem letzten Band. Ich schaue mal gerade die Schränkung an, wie sieht denn das aus? Hier ist noch was bei der Schränkung, machen wir nämlich jetzt gar nichts. Das fühlt sich schon ziemlich scharf an, wir werden jetzt mal wieder ein Band rausholen und werden einfach mal wieder schauen, wie es dieses Mal funktioniert. So, wie nehmen wir das Band raus? Relativ simpel, erstmal hier ein bisschen lösen. Dann die nach hinten ziehen. Dann können wir den nämlich hochklappen. Und jetzt können wir das Band hier so rausnehmen. Und das machen wir auch direkt wieder zusammen. Da
Das ist so schön, wenn man jetzt wieder ein frisches Band hat. Das ist richtig, richtig cool. Wenn ich es jetzt noch richtig eingestellt bekomme, dann ist das noch cooler, weil drei so Bänder kosten um die 100 Euro. Deswegen ist es schön, wenn man sie einfach ein bisschen länger benutzen kann. Wir werden es jetzt aber beim nächsten Band direkt nochmal ausprobieren. So, komm, das da muss noch alles ein bisschen besser funktionieren. Also probieren wir es jetzt mal wieder aus. So. Schauen wir mal. Ah, jetzt ist auch der Rückkurve geschlüsselt. Ey, ich bin richtig happy, das hat mich gerade richtig gut funktioniert. Also im Vergleich zu dem Band vorher habe ich jetzt direkt mit einem Schliff alles schleifen können und es ging eigentlich schon fast dreimal so schnell. Das ist richtig, richtig cool. Jetzt muss ich natürlich beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ich das Sägewerk benutze, wie gut das halt auch eben funktioniert hat. Ich werde das Band jetzt aber erstmal rausholen, dann werde ich euch auch zeigen, wo ich die Maschine unterbringen werde. Da sieht man auch nochmal, wie platzsparend das Ganze aufgebaut ist. Das ist natürlich immer eine feine Sache. So, du kommst raus. Du kommst hierher. Hey, das sieht richtig gut aus. Ich hoffe, die schneidet jetzt auch natürlich auch so gut. So, also Hauptschalter aus, Stecker raus. Und dann schieben wir sie mal an den Platz, wo die Maschine auch hin soll. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es passt. Werden wir aber gleich sehen. Man merkt wirklich nicht, wie schwer dieses kleine Teil hier ist. Aber schieben geht halt eben gerade noch so. Oh, bin ich mal gespannt, ob das Ding da hinten gut in der Ecke rumpasst. Dieses Teil sieht richtig putzig aus, wie es da hinten steht. Und jetzt kann ich auch hier immer noch ganz gut den Kantenschleifer benutzen. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich nicht mehr so gut machen kann hier, ist dabei zu filmen. Das heißt, in Zukunft werdet ihr wahrscheinlich eher die Perspektive von hier auf den Kantenschleifer bekommen. Aber so habe ich halt eben jetzt die Möglichkeit, hier eine Schärfmaschine einsetzen zu können und auch noch eben ganz entspannt hier den Kantenschleifer nutzen zu können. Wenn mir das am Platz doch nicht reicht, werde ich wahrscheinlich einfach den Kantenschleifer ein bisschen rausnehmen. Aber so steht die Maschine hier eigentlich schon mal ziemlich gut. Und ich kann die Bänder hier auch dann noch vor Ort direkt schleifen. Strom haben wir oben ja zum Glück. Schauen wir mal, ob sie richtig läuft. Jetzt könnte man natürlich sagen, natürlich muss die richtig rumlaufen, wenn sie richtig angeklemmt wurde. Das Ding ist, da ist noch die ganz, ganz alte Norm gewesen. Das heißt, bei den neueren Kabeln heißt es ja, also diese neue DIN, da ist ja braun-schwarz-grau bei dem Starkstromkabel, bei den Phasen. Und hier war eine ganz, ganz alte DIN. Das bedeutet, da war die Erde sogar noch rot. Für die Leute, die es wissen oder nicht wissen. Das Erdkabel ist ja mittlerweile gelb-grün. Das hier ist aber so alt, dass das Erdkabel tatsächlich noch rot war und drei schwarze Phasen. Und der Nullleiter ist grau. So war es mal hier zumindest. So. Läuft sogar richtig rum. Optimal. Oh, ich lieb's. Ich liebe Maschinen. Ich liebe Maschinen. So, Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ich bin richtig happy, ihr könnt es wahrscheinlich anmerken. Und abonniert doch unbedingt den Kanal, wenn du bald sehen willst, ob die Bänder auch scharf sind. Denn bald können wir dann auch einfach mal wieder das Blockbandsägewerk anwerfen und können dann halt eben sehen, ob ich so ein bisschen Geld sparen kann, dass ich nicht immer neue Bänder kaufen muss oder sie halt eben zum Schärfdienst geben muss. Denn jetzt habe ich ja eine Maschine aus dem Schärfdienst. Ist das nicht cool? Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal oder schaut hier ein paar weitere Videos an. Soll es für heute gewesen sein. Relativ entspannendes Video von einer wunderschönen neuen Maschine. Ciao.